Ah, nice. Nice, ein Shiny Nidoran weiblich. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ich habe auf jeden Fall Sternchen gesehen, war das nicht so? Da ist es. Oh, wie süß. Da ist es. Da ist es. Nice, nice mit dem Wesen Scheu. Sieht auf jeden Fall ein wenig aus wie Nidoran. Männlich. Ich muss kurz meinen Partnerin dazu holen. Ja, ich möchte einen nochmal sicher gehen. Ich meine, dieses Pokémon hat das 47. Level. Ui. Einfach fabelhaft. Nicey, Micey. Jetzt muss es nur im Hyperball bleiben. Ich meine Fangserie besteht aus Nidoran weiblich. Das bedeutet, die Chain ist noch nicht kaputt. Ich werde mal gucken, ja, was ich machen kann. Ich hatte an Myrabla gedacht gehabt, weil ich neulich beim Aufnehmen gefailt habe. Ich habe zwar das Shiny Myrabla erwischt, aber ich habe die Aufnahme gefailt. Ich habe gar nicht auf Aufnahme starten gedrückt gehabt. Ist mir irgendwann bewusst geworden. Gut, was mache ich jetzt? Ich werde auf jeden Fall Folgendes tun. Dieses Pokémon werde ich einmal weiterentwickeln lassen. Und dann gibt es ja noch eine Entwicklungsstufe, und zwar die letzte, Nidoqueen. Diese Form, in der Shiny-Form, würde ich mir auch gerne mit euch gemeinsam anschauen wollen. Und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Nidoran weiblich, Nidorina und Nidoqueen. Ich würde vorschlagen, ich hole kurz Nidoran weiblich einmal ins Team und anschließend auch aus dem Pokéball Auski, damit wir uns das kleine süße Pokémon einmal genauer anschauen können. Level 47, das ist ja mega abgefahren. Ja, okay, also Glurak, Garados und Pikachu werde ich auf jeden Fall für die Pokémon-Liga mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich mache mit Lavados, Zapdos, Arctos. Um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Ahnung, was ich machen sollte für die Pokémon-Liga, welche Pokémon ich mitnehmen sollte. Aber unser Vorteil ist ja, dass wir jederzeit auf die Pokémon-Box zugreifen können. Es sei denn, in der Pokémon-Liga gibt es andere Regeln. Aber davon weiß ich nichts. Okay, gut. Na, ich schaue immer noch hin und wieder mal auf das Spiel. Nicht, dass da ein Shiny-Pokémon erscheint, ohne dass ich das merke. So, Nidoran weiblich. Oh, wie putzig, Mann. Hammer. Nidoran weiblich streckt sich. Ja, es sollte auf jeden Fall das Wesen Scheu haben, weil ich heute nach dem Stream Mewtwo gerne hunten möchte. Und am besten möchte ich das erste Shiny Mewtwo mit dem Wesen Scheu erwischen. In Let's Go Evoli werde ich dann versuchen, mir ein Shiny Mewtwo mit dem Wesen Froh klar zu machen. Okay, Leute, so sieht das aus. Ziemlich putzig, oder? Ja gut, ich werde jetzt noch ein bisschen hier rumchillen und gucken, ob hier vielleicht nochmal auf ganz entspannt ein Shiny-Pokémon erscheint. Ansonsten lasse ich dieses Pokémon einmal die anderen Entwicklungsstufen erreichen und wir schauen uns dann gemeinsam die Shiny-Formen an. Danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüssi, Leute.